Hallo, hier ist Christiane von Rockradio und hier ist Martin, der Zeltmeister von den Zapatiers and Jim. And first I ask Martin, my German is better. Martin, erzähl mal, wie bist du drauf gekommen, hier so ein geiles Zelt einzurichten? Das ist ja jetzt schon Tradition seit 20 Jahren. 2014 war die erste Zapanale, wo die Zapatiers offiziell aufgetaucht sind. Da hat damals noch der Nickname Fisch von der Zapatiers, mit dem kam ich dann aus Hannover, weil zu der Zeit habe ich dort gelebt. Und über den habe ich überhaupt das Ganze kennengelernt. Wir sind dann mit seinem Camper hierher gefahren. Wir waren damals direkt neben dem Haupteingang mit einem Camper, einem Anhänger-Camper. Da kamen Italiener, die haben riesengroße Banner, Klebe gedruckt. Zu Hause haben die mitgebracht und jeder von uns hat eine eigene Flasche richtig italienischen Wein aus seiner Heimatstadt bekommen. Wow. Das war meine Einführung 2014. Und? No, Zapanale 14, sorry, das war ja viel früher. Viel früher, ich wollte gerade sagen. Das ist ja 20 Jahre her, das, ja. Sorry. Ja. Du siehst gerade aus wie 20. Danke fürs Gespräch, ich werde jetzt ja 60. Wow. Whoa. So, Jim, when was your first Zapanale? Thank you, 2019. Wow. And how was your flight? That went very well. No complaints on that trip. It was I had a long vacation on either side of it. There were some travel issues, but that didn't have anything to do with the flights. Some stupid stuff with buses. Oh. So I'm not doing that anymore. But yeah. It was a good time. Was ist dein Lieblings-Zapper-Song? Hast du einen? Oh fuck, nein. Das ist doch Quatsch. Entschuldigung, Quatsch. Okay. Für mich ist das Quatsch, weil je nach Stimmung, egal welche Musikrichtung, hast du doch ganz andere Lieder. Du kannst ja nicht sagen, hey, das eine Lied und das ist ein... Nein. Wenn du verdammt nochmal frustriert bist, dann musst du dir was Mollmäßiges anhören. Und wenn du richtig gut drauf bist, musst du dir was Durmäßiges anhören. Zapper-Moll? Wir können uns ja mal komplett durchhören, vielleicht finden wir es raus. Wir hören uns auch. When you became a Zappa fan, which age? I was what 20, age? What age? 21. 21. And I had gotten a few Zappa things. I'd gotten a few Zappa things because I was a big Steve Vai nut, which is a weird way to come in. Except it made some of the weird stuff on Flexible make more sense. But when the Beat the Boots series came out, and they had the one from that had stuff from Halloween 81, and wow, it was really the torture never stops that grabbed me. And then from there, I started exploring more. And as I just started getting obsessed, somebody said, "Hey, I just heard he had cancer." And it's like, oh great. Just yeah. Fell in love with this guy, and he's not long for. And he wasn't. It was about 2 years later. So, but at that point, I'd gotten almost everything he released. So, and I've kept up with that. I have this massive pile of stuff. So. Okay. So, Martin, hast du hier mal ein Highlight oder ein paar Highlights? Erzähl mal eins. Komm, jetzt. Also, mein größtes Highlight, und das ist jedes Jahr das Gleiche, ist, dass ich die ganzen Leute wieder treffe aus der ganzen Welt. Das ging früher los, Leute aus Japan, dieses Jahr haben wir auch wieder Australier da, viele aus der USA, von ganz Europa, was auch immer. Und das ist das Geile. Ich bin ja hier wegen der Leute. Musik kannst du ja immer hören, aber die Leute treffen kannst du nicht immer. Aber die Musik ist ja auch geil. Ja, das ist doch Familie. Aber ja, das ist halt das Thema. Okay, Music is the best. Wollt ihr noch was sagen? I'm in for the people. Yeah, very good. Half. Thank you. And make please the sign available over here. You know? Here, rock right here.